Das Turnier hat endlich begonnen. Neben dem üblichen Treiben zu Hofe, dem Parlieren und Austauschen von Gerüchten, wurde die zu Beginn recht gute Stimmung von dem Auftreten eines schwarzen Ritters gedrückt. Der Name Alrik von Dunkelstein mag noch nicht viel über ihn aussagen, doch seine Rüstung aus Endurium ist eine Kampfansage an das rondrianische Mittelreich. Welche Zauber liegen über dem 2 Schritt großen Hünen mit Wolfskopf? Offensichtlich ein Agent Galottas, doch was hat er vor? Während Jarlan sich schnell für die Tjoste bereit macht und dann gegen den Ritterkönig Danos von Luring reitet, stehen Ömer, Rafim, Kiaras und Abelmir am Rande der Bahn und schauen sich das Treiben an. 2 von 3 Tjostgängen müssen heute gewonnen werden, um sich für weitere Ritte zu qualifizieren. Der schwarze Ritter hat bereits beim ersten Anritt Graf Orsino von Falkenhaag aus dem Sattel gestoßen und schwer verletzt. 29. Fex, und damit beginnen wir. Tja, hoher Herr Kiaras, ganz schön anschaulich. Der hat ihn einfach aus dem Sattel gehoben, der schwarze Ritter. Was machen wir denn jetzt? Wie sollen wir den denn beobachten? Soll ich mal gucken, ob ich irgendwas rausfinde, wenn ich da um das Zelt rumschleiche, aber das ist bestimmt nicht unauffällig. Tut euer Bestes. In der Zwischenzeit sollten wir einmal nach Jarlan gucken, wie es ihm geht. Was ist denn mit ihm? Hat er schon geritten? Ja, ihr könnt aus der Entfernung erblicken, ist wohl gerade wieder zurück auf den Hof marschiert, zusammen mit seinem Pferd, hat wohl 2 neue Knappen dabei und Isarun steht wohl auch neben ihm und er hält sich gerade mit dem kleinen Mädchen, hat sich da wohl irgendwie abgebeugt und dann geht auch ein Ritter auf Jarlan zu, besprechen da wohl irgendwas und ja, Jarlan scheint es dann wohl ziemlich eilig zu haben, sich seine Rüstung anzuziehen und dann auch gleich in Richtung der Rauhels Arena zu gehen. Ich dirigiere die Pagen so ein bisschen, was die zu tun haben, wo die sich hinstellen sollen und so weiter. Ich denke, es geht jetzt los. Das will ich mir aber nicht entgehen lassen. Ja, ich auch nicht. Der wird bestimmt jetzt hier diesen Danus von Lulen, habe ich noch nie was von gehört. Der wird bestimmt jetzt hier da einfach gewinnen, der Jarlan. Macht Jarlan denn sowas öfter? Ich habe den noch nie ihre Lanzen reiten sehen. Kann er ja, der ist gut darin, der ist gut. Achso, na dann. Vertritt er denn jetzt hier auch die Bannstrahle oder tritt er als sich selber an? Wie funktioniert das? Weiß ich nicht, also der läuft in seinem bronzierten oder goldenen Kettenhemd. Ich denke mal, der wird wohl für die Bandschale antreten. Aha. Also wahrscheinlich auch für die Bandschale. Also für sich selber und für die Bandschale, aber ich denke, dass das irgendwie einen Stellenwert haben wird, wenn er das Ding noch trägt. Ja, dann. Benötigt ihr Hilfe beim Anlegen der Rüstung? Was? Ist doch nur ein Kettenhemd. Lasst mich nur. Zieht da hinten mal kurz an dem Seil. Ja, danke. Ja, zieh am Seil. Ja, hoher Herr, der schwarze Ritter hat den hat einen anderen Mann aus dem Sattel gehoben mit seinem Treffer und der lag auf dem Boden und ich glaube, der ist ziemlich schwer verletzt worden, der musste weggetragen werden. Er konnte nicht mehr laufen. Ja, Lanzenrad ist ein gefährlicher Sport. Und pass auf dich auf, dass das auch passiert. Sorg dafür, dass schon mal die Heiltränke bereit sind, nur für den Fall. Ich will ja Danos von Luring nicht als hart aus dem Sattel holen, aber man weiß nie, was passiert. Erinnert euch an meine Knappen. Ja, wer hat denn Heiltränke für den Hohen Herren? Dann schaut mal zum Magier. Ich fürchte, ich habe keinen. Geht weiter zu Isarun? Ja, also ein paar habe ich schon dabei, aber ehrlich gesagt, das Haus der Heilung ist nicht fern. Eben für diese Zwischenfälle. Natürlich, aber es ist nur ehrenhaft, wenn wir, nachdem ich ihn aus dem Sattel befördert habe, ihm dann auch direkt einen anbieten können. Sicher, hier bitte. Das dumpfe Röhren unter dem Helm von Danos dringt zu euch, während er dann mit seinem großen Pferd neben euch vorbeireitet und kurz zum Stehen kommt. Seine Lanze ist noch nicht angelegt, die wartet dann wohl an einem der Tjoststangen auf ihn. Ich habe nicht vor, euch zu verletzen und ich hoffe, ihr habt selbiges auch nicht vor. Ich hoffe einfach nur nicht auf einen sportlichen Wettkampf. Ich will mich ja noch einfach an euch testen. Immerhin habe ich viel von euch gehört. Schauen wir mal, ob ich als Ritterkönig den Drachentöter zu Fall bekomme. Nun, wir werden sehen. Gutes Gelingen. Ja, gutes Gelingen, euch auch. Damit gibt er dir vom Pferd aus, während du gerade aufsteigst, aber wartet kurz, gibt er dir dann seinen Fausthandschuh zum ritterlichen Gruße. Ja, und angenommen und dann orientiere ich mich nochmal kurz zur Seite, dirigiere den Knappen. Nein, du musst darüber, mit der Lanze darüber und nicht fallen lassen. Isarun, gehst du mit? Ich gehe mit, keine Sorge. Danke. Oh, erster Tag. Damit gibt er seinem Pferd einmal kurz die Sporen, also tritt einmal kurz in den Bauch des Pferdes und oh, Brauner reitet dann in Richtung seines Platzes.
Und dann wünscht mir Glück. Viel Glück vorher. Ron, hau mit euch. Viel Glück. Ihr macht das schon. Immer. Habt ihr ja gewettet? Wetten? Nun ja, auf den Turniersieger. Nee, hab ich nicht. Ich hab noch mal gefragt, ob es hier geht. Ich dachte, das Wetten wäre hier jetzt nicht so gern gesehen und ich wollte jetzt hier keine unliebsame Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Wohl wahr. Da wir doch momentan alles ansehen brauchen, was wir haben, da kann ich doch nicht einfach irgendwie so Dinge tun, die vielleicht problematisch sein können. Wir machen aus euch noch einen rechten Preiersbogen. Ich hoffe nicht. Ja, ihr orientiert euch ein bisschen, schaut nochmal in Richtung der Rauls Arena und tretet dann heran an eure Plätze, während Yalan und Danos ihre Plätze einnehmen. Auf festgestampfter Erde findet ihr in diesem großen, gezimmerten Areal dieser Arena die meisten Turnierdisziplinen statt. Zumindest werden sie das in den nächsten kommenden Tagen. Über dem Tor thront eine Rondra-Statue, die in jeder Hand ein Schwert hält. Am Kopfteil stehen Schildgalerien, die Turnierteilnehmer, die da ihre Wappen aufgehängt haben. Für die Tjoste wird in der Mitte der Arena die Lanzwand aufgestellt, das ist bereits geschehen. Er trennt dann hier die Ritter, ihr könnt auch schon ein bisschen aufgewühlte Erde sehen, ein paar Leute, die gerade noch drüber haken und wohl ein bisschen Blut oder sowas wegmachen. Es gab, wie gesagt, schon die ersten Verletzten, das ist beim Tjostgang natürlich nie auszuschließen. Nehmt euch die 6 Schritt hohe Bühne, die Platz für ungefähr 3000 Zuschauer bietet, die hier johlen, jubilieren, rhythmische Stampfen das Holz bedenklich ächzen lassen. Es wirkt kindisch, lächerlich beinahe, wenn man sie mit den riesigen Arena der Zuschauertribüne von Yol Gomak vergleicht. Der beste Platz ist hier der steinerne Ehrentribüne mit goldbesäumten Baldachinen, riesigen Wappenbahnen, bequemen Bänken und einem Thronsitz für die kaiserliche Familie, die dort sitzt. Und dann geht es los. Nicht zum ersten Mal heute, aber zum ersten Mal für Yalan. Und der Anritt gelingt ihm wohl ganz gut. Er kann seine Lanze rechtzeitig ins Ziel bringen. Danos von Luring allerdings reitet einmal eine Finte, was auch immer das ist, zumindest trifft Yalan nicht, reitet einfach an ihm vorbei, während er selber brutal von der Lanze aus Holz getroffen wird, wird in seinem Sattel zurückgeschleudert, nach hinten geklappt, die Lanze aus Holz bricht und Danos von Luring hat sein erstes Ziel erreicht. Yalan schüttelt sich einmal den Kopf, den Helm, den ihr da sehen könnt, rappelt sich ein bisschen wieder auf, seine Lanze selber nicht gebrochen, wartet dann einmal kurz nachdem er gedreht hat, am Ende der Bahnen, während Danos von Luring sich eine neue Holzlanze, eine neue Turnierlanze geben lässt. Nach endlos zählanger Zeit ist dann Danos wieder bereit. Yalan hat sich in seinem Sattel ein bisschen wieder aufgerichtet, hat sich geschüttelt, nochmal ein bisschen Luft geholt, also kurz sein Helmvisier aufgeklappt, damit er ein bisschen besser Luft bekommt. Und dann wird wieder, nachdem der Turnierrichter die Bahn wieder freigegeben hat, ein weiteres Mal angeritten. Und das gleiche Spiel erneut. Yalan reitet wieder an ihm vorbei, wieder eine Finte, die Danos von Luring führt und wieder ein kräftiger Stoß, der die ganze Rüstung von Yalan erzittern lässt, als ob Ingrim selbst mit seinem riesigen Schmiedehammer dir in die Brust gehämmert hätte. Schüttelst dich erneut, deine Ausdauer wird dir so ein bisschen aus der Lunge getrieben, kannst aber auch wieder den Helm nach oben klappen, dein Kettenhemd ist ein bisschen verbeult, kannst einige Ringe sehen, die da rausgepurzelt sind, rausgebrochen sind. Da muss auf alle Fälle die Kettenrüstung nochmal erneuert werden, während Danos sich die dritte Holzlanze geben lässt. Du siehst dann auch die Splitter auf beiden Seiten von der Holzlanze, die abgebrochenen Trümmerstücke, die jetzt von einigen Läufern, so kleine Jungen, die dann von links nach rechts rüberlaufen, aufgesammelt werden als Splitter, die dann später vielleicht mal versteigert werden oder verschenkt, die als Glücksbringer irgendwie weitergegeben werden. Das ist dir auch gerade völlig egal. Du musst einfach nur zur Luft kommen, Yalan. Und dann geht es zum dritten Anritt. Danos reitet gut. Du versuchst diesmal seiner Finte auszuweichen, aber auch das hat er wohl berücksichtigt und trifft sehr glücklich, zu glücklich. Du wirst aus dem Sattel gehoben,
Sekundenbruchteile schwebst du. Alles ist irgendwie in Zeitlupe. Du siehst, wie die Faust dich erhoben hat, gegriffen, dieser kleine, angeschnitzte Holzfäustchen, wie es dich gegriffen hat. Du schaust nach unten, blickst an deinem Helmvisier vorbei, dann merkst du, wie die Lanze bricht und du schwer auf den Sand aufschlägst. Sämtliche Luft wird dir aus den Lungen getrieben und dann ist alles schwarz. Na, das war mal ein heftiger Treffer. Dorlin, Drakodan, auf, wir müssen das Pferd halten. Ist er tot? Nein, natürlich nicht. Ist doch nur ein Turnier. Er bewegt sich da nicht mehr. Ja, das passiert schon manchmal. Wir müssen ihm aufhelfen. Er blutet. Ja, das passiert auch manchmal. Also jetzt, auf jetzt. Ja, Dorlin und der kleine Drakodan laufen dann herbei. Drakodan hat wohl eher... sucht dann eher nach der Holzlanze, die dritte, die jetzt von Danos gebrochen ist, und klaubt da so ein bisschen die Holzsplitter auf. Und auch diese große ritterliche Faust, die eben gerade noch in Jarlans Brust gesteckt hat, während Dorlin sich dann neben Jarlan niederkniet und ihm dann das Visier aufschiebt. Ja, ich weiß nicht, ob er noch atmet, er ist tot. Na, ich knie mich mal daneben und halte dem Jarlan an meine Hand vor die Nase, ob er noch atmet. Schwaches Atmen. Ganz schwach. Du kannst auch sehen, wie wohl ein paar Holzsplitter in seiner Brust und am Kettenhemd stecken und es da ziemlich fies blutet und er will auch gar nicht aufhören. Ja, das sieht nicht gut aus. Da müssen wir jetzt die Heiler rufen. Ich stehe auf und winke die mal heran. Ja, bringt eine Trage. Die kommen dann auch direkt an, sind auch mit einer Trage dabei. Es sind wohl profane Helfer von einem Tempel. Zumindest haben sie so ein Travia-Symbol an sich und versuchen dann eben mit Travia und Pereina an ihrer Seite dann Jarlan aufzuladen. Hiefen ihn dann so ein bisschen unglücklich auf diese Trage. Er kommt immer noch nicht zu sich. Nehmen ihm dann auch vorsichtig den Helm ab. Auch unter dem Helm hat er wohl angefangen zu bluten. So ein bisschen, was da aus seinem Mund herausläuft. Kommt immer noch nicht zu Bewusstsein. Und wird dann von den beiden weggetragen. Das Haus der Heilung, gar nicht weit entfernt. Einfach hinter der Rauls-Arena, hinter dem Fahnen- und Flaggenmeer, hinter dem Zelten. Und ja, dann verschwindet er. So, Dorlin, du musst jetzt auch gar keine Angst mehr haben. Du nimmst jetzt wieder das Pferd. Werde ich jetzt befördert? Was? Also wenn der Ritter tot ist, dann wird doch der Page automatisch zur Knappin, oder nicht? Ja, der Ritter ist nicht tot. Also nimm hier jetzt mal die Zügel vom Pferd und bring es mit mir hier raus. Du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen. Ich habe schon ganz viele Leichen gesehen. Am Anfang haben sie auch immer gesagt, nein, der ist nicht tot. Und dann, naja, wenn man ihm den Kopf abschneidet, habe ich schon gelernt, dass man dann stirbt. Dornen, ich lüge nicht. Sie schaut dich so an. Immer diese Erwachsenen. Ihr müsst uns Kinder nicht anlügen. Ja, sie nimmt dann den Helm von Jarlan und trottet die dann hinterher. Ja, ich glaube dann noch auf, was da ist und was der Draco dann noch nicht aufgesammelt hat. Und dann gehe ich hinterher. Willst du hinter Jarlan hinterher oder hinter den anderen Helden? Nee, erstmal das Pferd wegbringen und dann ins Haus der Heilung. Gut, was machen die anderen? Ist Jarlan da gerade gestürzt? Stupst du mal unseren Magier neben sich an. Da liegt er. Ich fürchte ja. Er hat wohl zu viel Vertrauen in seine Fähigkeiten gesetzt. Wie man sagt, wohl besser als er. Ein exzellenter Kämpfer, dieser Danos. Ja, vielleicht. Vielleicht hat er auch geschummelt. Ich meine, Jarlan ist so ein guter Typ. Ich glaube nicht, dass er sich einfach so besiegen lässt. Vielleicht sind da ja komische Dinge mit dem Spiel. Vielleicht ist ein Komplize von diesem schwarzen Ritter. Ihr solltet so etwas nicht laut sagen. Na, wer ist der Mann denn? Ich kenne ihn doch gar nicht. Er ist ein berühmter Turnierkämpfer. Also Danos Valuring. Der Reiterkönig, der Turnierkönig. Aber auf dem anderen Turnier war er nicht, wo wir waren. Nun ja, das war auch nicht ein Turnier für normale Recken des Mittelreichs, sondern nur für schwarze Reiter aus den schwarzen Ländern. Was für ein Turnier seid ihr denn gegangen? In den schwarzen Landen waren wir.
Währenddessen tritt Ronrasier Löwenbrand auf die kleine Tribüne, erhebt seine Stimme. Ich darf ein weiteres Mal ankündigen. Graf Rondrigan, Paligans von Pericum, leitet gegen Prinz Hagrobald, Gundwin vom Großen Fluss. Möge Rondra über euch wachen. Ist ja dann jetzt raus, oder darf man nochmal, wenn man umgefallen ist? Nun, wie funktioniert das hier? Zwei von drei Kämpfen bestehen, um die nächste Runde zu erreichen. Er hat noch zwei Chancen. Wenn er den nächsten Angriff verliert, dann ist er aus dem Turnier raus, zumindest für diese Disziplin. Das Kiosk. Ich wollte ihn jetzt magisch heilen, weil also zumindest meine Erfahrung mit Lanzenreitern ist, wenn man erstmal erwischt wird, dann ist man ziemlich schwer verletzt. Nun ja, sie kämpfen mit stumpfen Waffen, nicht mit echten Kriegslanzen. Aber vielleicht solltet ihr nach ihm schauen. Ja, lass uns doch mal zu seinem Zelt gehen. Ich denke, der ist doch jetzt da hinten hingegangen, oder nicht? Dieses komische, wie ist das nochmal? Haus der Heilung? Da sind die doch hingelaufen. Ja, dann lass da hingehen. Ich schaue noch wehmütig auf den Turnierplatz. Den nächsten Anritt sozusagen. Nun gut, lass uns gehen. Aber ihr könnt doch auch hier bleiben, wenn euch das Turnier so wichtig ist und ihr das mitkriegen wollt. Wir können euch ja erzählen, was ist. Bestimmt hat Alan nichts wirklich Ernstes. Keine Sorge, ich habe sogar Heiltränke dabei, wenn ihr uns absterben sollte. Gut. Ich werde euch berichten vom Kampf. Geht. Gut. Findet heute nur das Lanzenstechen statt oder noch irgendwas? Ja. Ah, nee, okay. Das ist, glaube ich, nur Lanzengänge. Dann ist ja egal. Na komm, mal, wir gucken uns den Jungen mal an. Vielleicht lacht er ja schon wieder. Stimmt. Ich hätte Jana mit dem besten Glückwünsche zur Genesung aus. Natürlich. Ja, Isaruen kann dann Jalan folgen, der bereits weggetragen worden ist, aber das Haus der Heiler ist gar nicht so groß. Zwei Heil- und zwei Wundzimmer, in denen dann Verletzte behandelt werden können. Eine Badestube mit Drachenspringbrunnen und zwei großen Bottichen, die hier zum Verweilen einladen und Regeneration versprechen. Im Obergeschoss, das kannst du sehen, ist wohl abgesperrt, aber es gibt ein Zeichen, was eben für die Turnierdauer dem zweiten Hofmagier Melvin Störrebrand eingerichtet worden ist und eben dementsprechend seine Siegel trägt. Jalan liegt auf einer der Barren und kommt wohl gerade langsam hustend zu Bewusstsein. Au! Ja, ich habe die Pagen draußen gelassen, die müssen das nicht unbedingt ansehen. Ja, die haben sich dann in Richtung der Badestube verzogen. Wo bin ich? Und warum? Warum seid ihr kopfüber? Ihr liegt vorher. Ihr seid aus dem Sattel gefallen und die Medici, Chichus, die Heiler haben euch vom Feld getragen. Ja, ich habe einen schweren Treffer eingesteckt. Den Ritterkönig. Ich hab ihn falsch pariert. Die Lanze ist mir ins Gesicht gerutscht. Also so eine. Kommt vor. Schätze ich mal. Könnt ihr noch atmen, oder? Ja. Wenn ihr mir allerdings mal helfen könntet, mir sticht irgendein aufgesprungener Ring in die Schulter. Wir sind bestimmt irgendwelche Medikus, oder soll ich das da rausholen? Ich mach das auch wohl. Soll ich das machen? Ja, bitte. Mach ich doch gerne. Und Ömer guckt ein wenig, zieht erstmal das Kettenhemd ein Stück hoch, dann, nein, nicht so rum, okay. Und dann fängt er an, die Ringe zu drehen, um sie aus der Wunde herauszudrehen, in der Hoffnung, dass das so gelingt und er das nicht verschlimmert. Meine Schwester hat immer gesagt, es ist keine Schande, gegen den Ritterkönig zu verlieren. Die war selber in ihrer Zeit eine gute Tjosterin. Das wohl. Er wird sich wohl eher ärgern, als ich so früh vom Pferd gefallen bin. Wo sind denn die Heiler? Ich muss ein paar Stunden wieder aufs Feld. Ich glaube, ihr werdet magische Heilung brauchen oder zumindest keine natürliche Heilung. Magische Heilung. Wir brauchen keine Zauberei. Gib mir einen Heiltrank oder so, dann wird das wieder. Ein Heiltrank ist auch noch keine Form der Magie. Ein Heiltrank ist auch keine Magie drin. Natürlich. Lauter gute Kräuter drin. Heiltränke sind auch mit Magie erzeugt. Die Alchemie ist doch... Na gut, vielleicht auch nicht. Ich dachte, das sind magische Heiltränke, oder bin ich bescheuert? Denke ich auch. Magiestränke sind die magisch. Ach, verfluchte, wirklich?
Warum? Dürft ihr keine magischen Sachen, Heilmittel zu euch nehmen und so? Man sollte sich nicht mehr auf die Magie stützen, als man unbedingt muss. Naja, aber wenn ihr an dem Turnier teilnehmen müsst, eures Erachtens nach, dann ist doch genau die Prämisse gegeben. Ohne Not sollte man auch ihr Sinnesgaben nicht zurückweisen. Also bei mir haben sie immer gesagt, ein gutes Stück Brot auf die Wunde legen, das hilft auch. Hat der Schwarze Ritter schon zum zweiten Mal angeritten? Nee, aber ihr Dings ist dort. Abelmir ist dort und beobachtet das Ganze, damit alles gut geht. Er hat den einen... Nee, nur den Mann, den ihr vor euch, ne? Er hat noch nicht gehört. Neben euch erhebt sich gerade ein, ja, ungefähr 50-jähriger Mann, hat so einen gezwirbelten Schnauzbart und erhebt sich gerade schmerzvoll, hat wohl da immer noch ein Stück Holz in seinem Bauch drin stecken. Ihr redet vom Schwarzen Ritter? Von neben dem. Ich darf mich vorstellen, falls ihr mich nicht kennt. Orsino von Falkenhag. Zieht sich so ein bisschen so ein Wappenmantel wieder über die verletzte Stelle, hat man seinen Oberkörper natürlich freigemacht, damit er da jetzt nicht seinen offenen Bauch mit dem Blut sieht. Zwirbelt sich nochmal durch den Bart. Er hat mich einfach vom Pferd geritten. Das ist mir noch nicht passiert. Erzähl's mir mal. Wenn er euch schon umgehauen hat, können wir ihn ja kein zweites Mal machen lassen. Gib mir das verfluchte Zeug, ich muss aufs Pferd. Es ist erstaunlich, dass er nicht bereits gesperrt wurde. Immerhin ist er seit einer Stunde hier. Ja. Der Marschall scheint es mit der Wandergefälligkeit heute etwas zu ernst zu nehmen, wenn er so jemanden doch aufs Feld lässt. Nur weil er technisch gesehen noch nichts gemacht hat, heißt das auch lange nicht, dass er nicht einer Vanguard aus Schergen ist. Was ist das überhaupt für ein Name? Alrik von Dunkelstein? Kennt ihr einen Alrik von Dunkelstein? Avec les dieux, non. Alrik ist natürlich ein Tarnname, das weiß jeder. Ja, trotzdem lässt er ihn in diesem Tarnnamen noch antreten. Ich habe mich natürlich mit Rondrasil unterhalten und mich beschwert. Aber er sagt, solange er sich ritterlich verhält und keine Magie ihm nachgewiesen werden kann, muss er ihn zulassen. Ich habe natürlich protestiert, aber ich kann da nichts tun. Vielleicht sollte ich nächstes Mal den Turniermarschall geben, ne? Das wäre es wohl. Vielleicht sollten wir mal herausfinden, wer dieser Ritter eigentlich ist. Ja, der 50-Jährige erhebt sich nochmal, greift sich mal kurz an den Bauch und tritt dann nochmal schnurrbartzwirbelnd auf Isarun zu. Holne Maid, wer seid ihr denn? Isarun von Spurgelsen, den Zweifeln zum Gruße. Ja, meinen Namen sagte ich ja bereits. Verzeiht, ich hätte mich natürlich auch vorstellen lassen können, aber meine Knappen sind mir wohl abhanden gekommen, ne? Wart ihr schon mal am Angbarer See, meine Schöne? Nicht, dass ich wüsste. Ich würde euch gerne darauf einladen. Das ist wirklich sehr zuvorkommend von euch. Gerne komme ich darauf zurück, wenn mein Orden mir diese Zeit lässt. Ja, die Pfeile, ja? Das erkenne ich ja noch. Genau. Kann selbstverständlich auch nochmal das ein oder andere Wörtchen mit dem kleinen Zwerg reden. Ich kenne ihn natürlich schon von vielen verschiedenen Schlachten. Sicher. Tatsächlich haben wir eine kleine Feierlichkeit später im Verlauf des Turniers geplant. Vielleicht hättet ihr Interesse teilzunehmen. Oh, habt ihr. Nun ja, wenn das meine Zeit... kommt natürlich drauf an, aber wenn ihr beim Turnier seid, dann habt ihr natürlich einen ähnlich gestrickten Zeitplan wie ich. Sie? Ganz genau. Ja, dann werde ich euer Angebot rannehmen. Schickt mir einfach einen Boot, denn ich habe ein Zelt hier auf dem Turnierplatz, wie alle anderen auch. Sehr gern, euer Hochwohlgeboren. Gut, dann versuche ich mich einmal. Ich muss Dom Eslam noch zeigen, wie man richtig reitet. Vielleicht kann ich ihn ja aus dem Sattel fegen, diese eingebildeten Caballeros. Vielleicht kann ich ja für euch den Schwarzen Ritter runterholen. Wir werden sehen. Ja, verletzt euch dabei nicht zu sehr. Klatscht doch immer so ein bisschen auf seinen Bauch und geht dann ab. Was halt wieder raus. Wo bleiben denn jetzt die verfluchten Heiltränke? Gemach, hier.
Danke. Verschluckt euch nicht. Kipp das Ding weg. Hat er schon bessere. Was ist da drin? Die Fußnägel einer Harpie natürlich. Vergesst, dass ich gefragt habe. Isarun grinst. Wie Quali hatte der? C. Ja, C waren 3W plus 6. 2W plus 4. Ja. Ja, das kann sich sehen lassen. Ja, ich betrete dann das Feld in der Hand, ein Schreiben, lesen beim Laufen und mit einem konzentrierten Gesichtsausdruck. Ja, sprich dann auch nochmal gegen Graf Orsino, der weichte dann die Hände aus. Verzeihung, Exzellenz. Grappel mich vermutlich gerade schon auf, der Trank wirkt ja relativ schnell. Aber mehr. Gut, du kommst gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie ich diesen schwarzen Ritter in die Suppe spucke. Au! Oh, da hängt noch ein Ring. Der Prinz hat gewonnen übrigens. Prinz Hagobald. Gegen? Gegen Palligan natürlich, den Reichsgroßgeheimrat. Oh. Ein guter Kampf. Oh mein Gott, Palli. Ich hätte ihn sehen müssen. Aber deswegen ist es nicht, warum ich komme. Sieht er mal diesen Brief. Drückt dir so einen Brief in die Hand? Ja, darauf steht: Werte Adeptus Major, Combativus Abelmir Jamorenis. Wir schreiben euch, weil ihr den Bericht nach ein schlauer und eloquenter Mann seid. Ihr habt die nötige Expertise im Verlauf der Jahre bewiesen und scheut euch nicht, Entscheidungen zu treffen, die richtig sind und doch viel verwünschen. Ihr seid vernünftig und agiert mit der Erfahrung eines Mannes, dem wir Vertrauen schenken mögen. Der Feind meines Feindes ist unser Freund, so heißt es. Dies sei nur einer von vielen folgenden Briefen, aber deutlich gewiss nicht der letzte. Wir beobachten euch weiter und geben euch Ort und Zeit für ein Treffen mit unserem Agenten. Grüße aus dem Norden. AVR. Alrik von Reihershagen? Nein, der ist tot. Wie ist nochmal diese Dame, die wir in Jolgomak getroffen haben? Ich werde ihren Namen hier nicht wiederholen. Aber warum sollte sie gerade euch einen Brief schreiben? Ich weiß es nicht. AVR. Ich vermute, das V steht für von. Vielleicht ist es ja Answin von Rabenmond, ne? Das würde passen. Das würde passen. Das wär's aber noch. Warum sollte er mir schreiben? Ich kenne diesen Mann nicht. Und soweit ich weiß, ist er tot. Oder sitzt irgendwo noch ein? Ist sein Tod bestätigt? Nun, bevor Barbarat kam, saß er auf Rulat ein. Aber wir wissen ja alle, was aus Rulat geworden ist. Keine Ahnung, was danach mit ihm passiert ist. Answin von Rabenmond. Ist dies der ehemalige Herzog der Rabenmark? Ach, ein dreckiger Verräter. Jetzt macht euch darüber keinen Kopf, der wird euch wohl keine Briefe schreiben. Abgesehen davon, warum sollte er euch kennen? Das kommt noch dazu. Ich weiß es nicht. AVR, wer könnte denn realistisch AVR sein? Gibt es andere Rabenmunds, die mit A beginnen? Naja, es gibt seinen Effen Answin von Rabenmund. Der Jüngere.